Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um das Thema Darm und die Verstopfung. Ja, manche von euch kennen das vielleicht, wenn der Stuhlgang nicht so will, wie ihr wollt, wenn der Darm nicht so möchte, wie ihr wollt. Das ist unangenehm, da fühlt man sich nicht wohl, man fühlt sich aufgebläht, irgendwie ist was wie so ein Fremdkörper im Körper, im Darm, was da eigentlich raus soll. Das ist immer so das Symptom, wenn man zu Verstopfung neigt. Was heißt Verstopfung? Verstopfung bedeutet mal grundsätzlich, dass man nicht ein bis zweimal pro Tag Stuhlgang hat. Man sollte mindestens einmal am Tag den Stuhlgang haben, denn ansonsten ist der Stuhl und die ganzen Verdauungsreste zu lang im Körper. Je nachdem, wie eure Ernährung gestaltet ist, kann es dann zu Fäulnis oder zu Gärung kommen und das ist für den Körper überhaupt nicht gesund, denn diese ganzen Stoffe, die Fäulnisstoffe und die Gärungsstoffe, diese ganzen Gase, die da entstehen und die Giftstoffe, die Toxine, die werden dann vom Darm aufgenommen und verteilen sich im ganzen Bio- und Körpersystem und das macht natürlich viele Folgeprobleme und stört insgesamt die Gesundheit und die Regulationsfähigkeit von eurem Körper. Deswegen ist in der Umweltmedizin die Regel, man sollte wenigstens einmal am Tag Stuhlgang haben. Wenn das jetzt nicht klappt, was kann man da tun? Woran liegt es? Wo kommt es her? Zunächst einmal, es gibt drei Arten der Verstopfung. Die erste Art ist, wenn der Stuhl zu hart ist, wenn der zu fest wird, dass er einfach nicht mehr rauskommt. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, wenn der Darm zu langsam ist, wenn er sich nicht richtig bewegt, wenn die Bewegung des Darms gestört ist. Und die dritte Variante ist, wenn der Schließmuskel nicht öffnet, wenn ihr den Schließmuskel, wenn der quasi chronisch zumacht. Ihr habt zwei Schließmuskeln, einen, den ihr bewusst steuern könnt, wo ihr bewusst zukneifen könnt oder aufmachen könnt und einen, der unbewusst gesteuert ist und um den Unbewussten geht's. Der Bewusste ist nicht so das Problem, aber der Unbewusste, um den geht's. Nun fangen wir vielleicht mal bei dem Unbewussten an. Der Unbewusste macht in der Regel dicht bei Stress. Also wenn ihr Stress habt, da ist normalerweise der Unbewusste zu. Und das kennen manche zum Beispiel, wenn sie auf Reisen sind, wenn ihr so den ersten Tag irgendwo seid, in einem fremden Hotel oder in einer Pension oder in einer Ferienwohnung oder einfach unterwegs seid, da will es manchmal einfach nicht klappen mit dem Stuhlgang. Und es ist oft so, dass ich höre, dass man so die ersten zwei Tage, drei Tage am Urlaubsort nicht aufs Klo kann und dann geht es endlich wieder, wenn man sich akklimatisiert hat. Das ist ein Beispiel für den Schließmuskel, der einfach sagt, nö, ich mache hier nicht auf. Also das ist mir hier zu stressig, ich bin hier in einer unbekannten Situation, ich mache nicht auf. Das Zweite, was sein kann, ist klassischer, normaler Stress natürlich. Einfach zu Hause kann der Stress sein, wenn ihr Kinder habt, vielleicht seid, kommt ihr da einfach nicht dazu. Oder beruflicher Stress oder. Und das, was aber noch sein kann, sind ungelöste seelische Themen. Es kann sein, dass es Traumatisierungen gibt oder irgendwelche Konflikte, die man dann vielleicht behandeln kann, auflösen kann, damit das alles wieder funktioniert. Jawohl. Bei dem ersten Thema, das wir hatten, das war der zu feste Stuhl. Die Ursache für den zu festen Stuhl gibt es verschiedene. Eine Hauptursache ist Flüssigkeitsmangel im Körper. Dazu muss man wissen, dass der Darm besteht ja aus zwei großen Teilen, einmal den Dünndarm und einmal den Dickdarm. In der Dünndarm, da ist die Verdauung des Körpers in der Form, dass viele Sachen zersetzt werden und mit Enzymen bearbeitet werden und dann auch resorbiert werden. Die Darmzotten nehmen sehr viel Nährstoffe auf, die Darmbakterien in dem Mikrobiom nehmen viele Nährstoffe auf, es wird alles irgendwie verarbeitet und aufgenommen und der ganze Verdauungsbrei ist dort relativ flüssig und kommt dann so als flüssiger Brei in den Dickdarm herein. Und im Dickdarm wird das Ganze dann fester. Das heißt, der Darm, der Dickdarm hat die Aufgabe, den Stuhl einzudicken. Also der nimmt die Flüssigkeit auf. Und diese Flüssigkeitsaufnahme sorgt mit zum Flüssigkeitshaushalt für den Körper. So verliert der Körper nicht so viel Flüssigkeit und Wasser und kann das quasi besser haushalten. Jetzt kann es aber sein, dass ich insgesamt einfach zu wenig Flüssigkeit zuführe oder zu viel Flüssigkeit verliere. Also zu viel schwitze oder vielleicht muss ich erbrechen oder es gibt andere Dinge, wo Flüssigkeit verloren geht. Und dieser Flüssigkeitsverlust oder das zu wenige Zuführen, also einfach zu wenig Trinken, kann dann dazu führen, dass der Körper aus der Panik heraus alles, was geht, aus dem Stuhl raussaugt. Und dadurch habe ich dann so einen festen, harten Stuhl, der einfach nicht wirklich sich bewegen will in meinem Darm, der dann feststeckt.
Im schlimmsten Fall kann sowas zu einer richtigen festen Verstopfung werden, also einem Ikterus, einer Verklemmung quasi im Darm. Das ist dann sogar ein Notfall, da muss man ins Krankenhaus, aber so schlimm ist es in der Regel meistens nicht. Was kann ich tun, wenn ich davor sitze? Dazu kommen wir nachher. Dann die Maßnahmen, die wir da anwenden, sind verschiedene, aber dass ihr gehört habt, eine Sache, die ihr auf jeden Fall tun könnt, trinken. Trinken, trinken, trinken. Also wenn sowas der Fall sein sollte, einfach viel trinken oder mehr trinken, als ihr es gewöhnt seid. Wenn ihr nicht so viel Durst habt, dann ist es ein Trick, dass ihr versucht, etwas mehr euer Essen zu salzen. Etwas mehr Salz zufügen, weil durch den Salz kommt auch der Durst. Und dadurch entsteht auch ein besserer Flüssigkeitshaushalt im Körper. Achtet beim Salz aber drauf, dass ihr nicht irgendein blödes Kochsalz nehmt, sondern wirklich ein gutes Meersalz oder ein Himalaya-Salz, wo einfach mehrere Salzvarianten drin sind. Und nicht nur diese einfache Kochsalz-Variante. Der zweite Punkt, warum Verstopfung entstehen kann, das ist diese Darmträgheit. Das ist die weitaus häufigste Ursache für Verstopfung. Da kann es jetzt viele, viele, viele verschiedene Grundursachen haben. Das kann man tatsächlich gar nicht erschöpfend alles aufführen. Es gibt nicht eine Ursache, wo man sagt, ja, die muss man beheben und dann ist alles wieder gut, sondern es kann wirklich in ganz viele Bereiche reingehen. Eines der großen Hauptursachen kann sein, einfach eine Dysbiose im Darm, also dass die Darmbakterien nicht mehr gut funktionieren und deswegen der Stuhl nicht mehr optimal läuft. Es kann sein, dass es eine Fehlbesiedelung im Darm gibt durch Pilze, Parasiten, Bakterien, manchmal Viren, dass das dazu führt, dass der Darm und der Stuhl einfach nicht mehr richtig arbeiten. Dann, was ganz häufig der Fall ist tatsächlich, ist eine Entgleisung im Mineralienbereich. Also es kann in der Regel sein, dass es einen Magnesiummangel gibt, manchmal aber auch einen sogenannten Kaliummangel. Jetzt aber Vorsicht, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich führe jetzt einfach mal was von den Sachen zu, passt auf, dass ihr nicht gleichzeitig Kalium und Magnesium zuführt. Und wenn ihr eine Zufuhr machen wollt auf eigene Faust, dann macht es mit Magnesium, denn das ist am ungefährlichsten. Magnesium, wenn es überdosiert wäre, wird es einfach gut ausgeschieden, da passiert nicht so viel mit. Wenn ihr aber Kalium überdosiert, dann kann es am Ende zu einer Hochdosis Kalium im Körper, im Blut kommen und das kann richtig Probleme machen bis zur Lebensgefahr, weil euer Herz dann nicht mehr richtig schlägt. Es kann bis zum Herzstillstand gehen oder bis zum Herzflattern kommen. Damit aufpassen, Kalium immer nur mit therapeutischer Hilfe dosieren und ansonsten besser, wenn ihr Kalium im Verdacht habt, einen Kaliummangel, kaliumhaltige Lebensmittel essen. Das macht dann mehr Sinn, als die Tabletten zuzuspüren, weil dadurch erreicht ihr zu schnell eine zu hohe Dosis. Wenn ihr Magnesium zuführt, dann ist bei einer Überdosis Magnesium das typische Folgesymptom der Durchfall. Also eine Hochdosis Magnesium führt langfristig immer irgendwie zu einem zu weichen Stuhl. Und genau das ist auch der Trick, den man anwenden kann, dass man nämlich hergeht und einfach viel Magnesium zuführt. Also viel bedeutet, je nach Körperposition, Körpergröße, Körpermasse, so zwischen 600 und 800 Milligramm Magnesium. Und wenn ihr allerdings merkt, da passiert noch nichts, dann könnt ihr durchaus auch mal höher gehen. Also ihr könnt wirklich bis zu der sogenannten Durchfallgrenze einfach mal hochdosieren. Und wenn ihr dann merkt, hoppala, jetzt kommt's, jetzt wird der Stuhl weich, dann wieder runtergehen mit der Dosis und beobachten, was passiert. Es kann tatsächlich sein, dass ihr einfach einen chronischen Magnesiummangel habt. Genau. Dann kann es eben sein, dass es Stress ist. Das hatten wir schon. Stress wirkt sich nicht nur auf den Schließmuskel aus, sondern auch auf die gesamte Darmfunktion. Also wenn ihr unter einem Dauerstress steht oder ein Dauerthema habt, das euch stresst, dann muss man unter Umständen da mal rangehen und da mal schauen, was da los ist. Und dann gibt es das große Thema der Vergiftung. Es kann tatsächlich auch sein, dass ihr einfach Toxine im Darm, in der Darmwand einlagert, die unter Umständen dazu führen, dass der Darm nicht mehr richtig arbeiten kann. Und auch hier ist es wichtig und sinnvoll, dann an die Entgiftung zu denken und damit zu arbeiten. Jetzt werde ich oft gefragt, was kann ich denn machen? Was kann ich tun, um das besser zu machen? Na, eine Sache, die auf jeden Fall geht, haben wir gerade schon gehabt, ist das Trinken. Das zweite ist Magnesium zuführen. Diese zwei Sachen helfen in der Regel schon mal ganz gut. Eine Sache, die ich gerade noch nicht erwähnt habe, ist, auf die Ernährung zu achten. Bei der Ernährung ist es wichtig, das haben alle schon mal gehört, dass man Ballaststoffe braucht. Also man braucht bestimmte Stoffe, die irgendwie für die Bewegung im Darm führen und die vor allen Dingen auch diese Dickdarmbakterien ernähren. Das tun nämlich genau die Sachen, die wir selber nicht verstoffwechseln können. Die sind oft Nahrung für die Dickdarmbakterien. Das heißt, bei der Ernährung Acht geben. Aber der wichtigste Tipp bei der Ernährung, wenn Verstopfung da ist, die Ernährung komplett umstellen auf pflanzlich. Und das eine Zeit lang durchziehen. Keine tierischen Proteine, keine tierischen Sachen, keine Milch und diese Sachen weglassen.
Und im besten Fall lasst ihr auch dann mal für eine Zeit das Gluten weg und guckt einfach, wie es euch geht. Weil Gluten häufig dazu führt, dass es eine latente Darmentzündung gibt. Und es macht Sinn, das wirklich mal so für 6 bis 8 Wochen komplett wegzulassen. Reine pflanzliche Ernährung, ballaststoffreiche Ernährung und schauen, was dann mit eurem Stuhlgang passiert. Ein ganz entscheidender Tipp ist noch Flohsamenschalen. Flohsamenschalen helfen tatsächlich in beiden Richtungen. Also wenn der Stuhl zu fest ist und nicht richtig durchkommt, dann kann man ihn mit Flohsamenschalen aufweichen. Und wenn der Stuhl zu weich ist, kann man ihn mit Flohsamenschalen eindicken. Flohsamenschalen am besten 1 bis 2 Mal am Tag mit viel Wasser, also rund so 200-300 Milliliter Wasser und darauf dann so einen Esslöffel Flohsamenschalen umrühren, trinken, schmeckt komisch, aber nicht quellen lassen. Also nicht irgendwie stehen lassen vorher eine halbe Stunde und dann erst trinken, sondern direkt mixen, trinken. Dass es dann im Körper das Quellen anfängt, am besten im Darm. Weil durch diesen Quellprozess sorgt es dafür, dass es Wasser aufnimmt und sich verbindet mit dem ganzen Stuhl und dadurch wird der ganze Stuhl einfach besser. Viele sagen, wenn sie das eine Zeit lang gemacht haben, ein paar Tage, war ihr Stuhlgang besser denn je. Was ganz entscheidend ist, bitte prägt euch das ein, ihr müsst einmal am Tag Stuhlgang haben. Wenn das der Fall ist, dass ihr dazu neigt, einen trägen Darm zu haben oder Verstopfung zu haben, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr euch traut, einen Einlauf zu machen. Einfach einen Wassereinlauf. Es gibt solche Wasser, so Irrigatoren, so Wasserbecher. Und da kommt dann Wasser rein, 1/2 Liter oder 1 Liter, je nachdem, wie ihr das vertragt. Ihr könnt natürlich auch das unterbrechen. Und dann mit diesem Irrigator, mit dem Schlauch und am Ende dieses Darmrohr dran, das kann man kaufen. Ich kann es euch auch nochmal verlinken hier unten. Damit dann einfach einen Einlauf machen. Die Alternative dazu ist die Klysopumpe. Und wirklich dann am Ende des Tages sagen, okay, jetzt habe ich den ganzen Tag drauf gewartet. Und es heißt ja, nichts ist so gewiss wie der Morgen, Punkt, Punkt, Punkt. Und manchmal kommt er dann eben nicht. Und da ist eben entscheidend, dass ihr das dann mit dem Einlauf provoziert. Dass ihr einen Einlauf macht und dann guckt, dass es rauskommt. Und dann seid ihr für den Tag und für die Nacht quasi entlastet. Das ist ein wichtiger Punkt, gerade auf Reisen. Gerade auf Reisen. Also ich sage euch eine persönliche Sache. Ich persönlich verreise nie ohne mein Einlaufset. Weil ich gehöre zu den Menschen, die tatsächlich 2-3 Tage, wenn sie verreisen, nicht von alleine aufs Klo können. Das ist einfach so ein inneres Stressthema, das ich bisher noch nicht in den Griff gekriegt habe. Wer weiß, ob ich es jemals in den Griff kriege. Ich arbeite selber dran. Aber ich entlaste mich ganz gezielt, weil ich möchte, dass mein Körper nicht vergiftet. Bevor ich es vergesse, ein Punkt, der zur Verstopfung noch führen kann, ist der Mangel an Schilddrüsenhormonen. Wenn also zur Verstopfung noch das Symptom Haarausfall kommt zum Beispiel oder Erschöpfung, Müdigkeit, Gewichtszunahme, dann ist es ganz, ganz klug, tatsächlich mal zu einem Therapeuten zu gehen oder zu einem Arzt und den Hormonspiegel zu checken und zu gucken, ob Schilddrüsenhormon in Ordnung ist, denn das spielt auch häufig noch eine Rolle bei der Verstopfung. Insgesamt ist es so, dass es Sinn macht, dass zu prüfen, zu testen, wo kommt das her, warum ist es da, das ist was, was wir machen können. Wir machen es in der Praxis, wir machen es tatsächlich auch auf die Ferne. Also wenn jemand sagt, ey, ich möchte es mal checken, dann ist es möglich. Ihr könnt uns kontaktieren, einfach über die Website. Wir haben das hier unten verlinkt in der Beschreibung. Da könnt ihr dann einen Termin ausmachen mit uns. Und ansonsten einfach diesen Tipps hier im Video folgen. Und dann wird es schon hoffentlich vernünftig laufen. Okay, in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr Lust habt, kommt und folgt uns auf Telegram, auf Instagram, auf Facebook. Wir sind überall vertreten und bringen ganz viele tolle Sachen und Informationen raus. Und wir haben einen Newsletter, einen Health Report, den wir einmal oder zweimal im Monat rausgeben. Und da könnt ihr euch zu eintragen, alle Möglichkeiten hier unten in der Beschreibung. Ich freue mich, es hat mir Spaß gemacht, euch mal wieder was nahezubringen. In dem Sinne, liebe Grüße von mir und von der Praxis Family. Ciao.